Pass an, wir planen den so. Da kommen ein Blumenbeet rein. Diese Sonnenuhr wird flankiert von diesem Hund, der dort ist. Dann haben wir eine Putzkraft einstellen, die sich um diesen Bereich kümmert. Dass immer schön sauber bleibt, so, dann machen wir das. Und dann machen wir eine fünfte, die dann traditionell den Rasen im Park nur mäht. So. Wie sieht es eigentlich bei Mechanikern aus? 2. Ach komm, ich mach die 5 wieder voll. So, haben wir schon die nächste Forschung. Ladenstand, Hotdogstand. Oh. Okay. Ich würde sagen, damit die Leute in den Park kommen, hauen wir jetzt erstmal eine Werbekampagne raus. Vielleicht ist es auch absolut doof, das jetzt zu machen, aber wir machen mal eine Freipizza. Eigentlich heißt es ja Pizzen hier, Plural von Pizza, aber irgendwie steht da Pizza aus. Wobei ich glaube, laut Duden ist da alles jetzt mittlerweile möglich, aber naja. So, das ist jetzt der Bootscoaster, der kriegt schön Werbung. Und das müssen noch ein paar Leute anziehen. Derweil. So, nächstes Thema wäre dann die Golfbahn. Ich hätte eigentlich gesagt, wir bauen keine, aber ich mache es jetzt doch mal. Die wird einfach mal hier so weitläufig in der Ecke verlaufen. Da anfangen, 2 reichen ja, 2 Stationen. Die Bäume weg. Ein bisschen Zeit sparen, indem man einfach diese Golfbahn D. Die lassen wir weg, weil die Leute da immer so ein bisschen Probleme mit haben, die zu bewältigen. Och Mensch, komm schon. Och. Golfbahn B. Golfbahn C. Ach, ist ja ein Baum im Weg. So, 5 Löcher. Am Zirkus vorbei und dann ab in die Station. So, na gut, Station ist ja relativ. Asia Golf ist das. $3 Eintritt, das klingt gut. Zur Quatscheröffnung macht dann noch gar keinen Sinn, weil Leute noch gar nicht den Weg dorthin finden. Und jetzt haben wir den Hotdog-Stand. So, eröffnen. Das Minigolf, jetzt machen wir erstmal den Hotdog-Stand.
dass die Leute auch ein neues speisen können. Das haben wir für einen Preis. 3 Mark, okay. So, und einmal speichern wieder. Und hier oben kommt dann der Hotdog-Stand auch gleich noch. Carla Cox ist in Toiletten. Und jetzt können wir uns hier unten des Themings widmen. Schade, dass es hier keine typisch asiatischen Zäune gibt. Da muss mal das Goldene hier herhalten. Das passt meiner bescheidenen Meinung nach noch am ehesten dazu. Oh, warte mal, ich habe den Ausgang gar nicht angebunden. Beziehungsweise schon, aber verkehrt. So, jetzt habe ich gerade schon gewundert. Das sieht ja komisch aus. Aber dann mal genau hingeguckt. So, das wird großzügig eingerahmt. In der Ecke, denn wir haben ja genug Platz hier in diesem Park. So, da kommen wir jetzt von der Farbgebung her. Da ist hier halt mal ein Sandbunker. So, was wird es bei Minigolf vielleicht nicht geben, aber halt jetzt hier konkret im Let's Play gibt es das. Und dann kommt dort asiatische Szenerie rein. Wenn man das geschafft hat, muss man hier den Gong läuten. Als Zeichen, dass der nächste rankommt. Carla Cox hat ein Getränk geholt. Und die Hunde hier wachen. Was ist das hier? Eine Statue. Diese Hundestatue, die wacht an jedem Loch darauf, dass ja fair gespielt wird. Und zählt dann anschließend auch die Punkte. Ein paar Bäume noch hier hin. So, schon ist das Asia Minigolf fertig. Dann gucken wir die Warteschlange an. Das ist ja der Wahnsinn. Alles voll hier, glaubst du ja nicht. Bestimmt auch hier drüben. Beim Twister hält sich das irgendwie in Grenzen. Wenn ihr mich fragt, der Besucheransturm. Hier kann man doch bestimmt noch mehr Geld verdienen beim Bootscoaster, oder? Naja, so Ladenstand schon wieder. Was ist denn hier los? Ich brauche keine Läden, keine Stände. Ich brauche Attraktionen. Attraktionen brauche ich. So, es ist natürlich die Frage nach der Wildwasserbahn und der Wasserrutsche, wo man die hinstellt. Idealerweise da, wo wo Wasser ist. Logisch, also hier der See möchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt noch weiter zubauen. Gute Frage. Nächste Frage. Vielleicht hier hinten, aber dann befürchte ich wieder, dass dann der Park schon so früh in der Frühphase so weitläufig wird. Eigentlich müsste man das irgendwie hier drüben hinbauen. Und dann hier unten durch. Das wäre aber eher was für die Wasserrutsche.
unten durch. Ja, wir bauen erstmal die Wasserrutsche. Jetzt regnet es eh, okay. Das klappt mit dem dort unter die Brücke kommen. Im Moment ist da so ein bisschen die Achterbahn im Weg. Obwohl, wenn ich hier lang baue, auf der linken Seite, das müsste eigentlich passen. So, jetzt sind wir unter der Brücke durch. Genauso stelle ich mir das doch vor. So, dann geht's brutal. Nach oben, aber geschlossen. Was, welche Höhe kommen wir aus der Höhe 19? Ah, das wird nix. Höchstens so hier. Da bin ich jetzt genau auf dem Weg. Und schon ein Stück Weg abgerissen. Das bringt jetzt die Wegfindung komplett durcheinander. Aber jetzt ist es wieder ordentlich. Ich würde jetzt gern hier durch. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich dafür eins zu hoch bin und zu niedrig. Halterungen schließen nicht beim Bootscoaster. Was jetzt, könnten wir die Kurve mal eingefärscht. Carla Cox kauft sich einen Parkwegweiser. Ein bisschen Zickzack. Baum im Weg. Ach hier, der hier. Da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt rumkommen.